Vermutlich erinnern Sie sich noch an den Corona-Crash aus dem März. 23. März war ja das Tief an den Aktienmärkten. Dann, als die Fed ankündigte, wir werden ein gigantisches QE aus dem Boden stampfen. 2,3 Billionen Dollar sollten es werden. Seitdem sind die Aktienmärkte nach oben gegangen. Gestern interessante Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, der gesagt hat, wir brauchen neuen Stimulus. Fiskalischen Stimulus. Das Problem allerdings, der zeichnet sich nicht ab. Da ist keine Einigung in sich zwischen US-Demokraten und US-Republikanern. Der wird also nicht kommen. Was bleibt dann übrig zu tun, wenn am 1. Juni Millionen von Amerikanern nicht in der Lage sein werden, Mieten zu bezahlen, Rechnungen zu bezahlen, weil die Schecks, die bisher da sind, die bisher angekommen sind, nur für einen Monat reichen, vielleicht für eineinhalb. Das wird kaum reichen, um den Juni zu überstehen. Aber es muss was gemacht werden. Das hat Paul gestern gesagt. Fiskalischer Stimulus muss her, aber wenn sich der nicht abzeichnet, dann muss jemand anderes agieren und das kann nur die Fed sein. Und gestern hat Jerome Powell auch interessanterweise ja Negativzinsen ausgeschlossen. Das heißt, die Zinsen kann man nicht mehr senken. Was bleibt also übrig? Man muss ein neues QE betreiben, man muss die Märkte weiter fluten mit Liquidität, aber dazu braucht man eine Legitimation. Diese Legitimation wiederum hatte man im März mit diesem heftigen Abverkauf. Da sagte man, wir müssen etwas tun, um diese Dynamik, diese negative Eigendynamik ein bisschen aufzuhalten. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, nicht nur, dass ein Abverkauf an den Aktienmärkten, vielleicht ein neuer Crash an den Aktienmärkten, eine super Legitimation für die Fed wäre, sondern jetzt kommt hinzu, dass die USA immens viele Staatsanleihen emittieren in nächster Zeit und die Frage stellt sich, wer soll die kaufen, wenn nicht die Fed, denn da gibt es einige Probleme. Schauen wir uns mal zunächst an, was da in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommt. Es sind knapp 1 Billion Dollar, die die USA über Staatsanleihen hier emittieren werden. Hier sehen wir, an welchen Tagen, dass dann der Fall ist, also eine ganz gewaltige Summe. Nun hat die Welt aber ein Problem, nämlich zu wenige Dollars. Wir haben nach wie vor zwar nicht diesen Dollar-Shortfall, also diesen Mangel an Dollars, wie wir ihn auf dem Hochpunkt der Krise hatten, weil die Fed mit Swaps agiert hat, praktisch Repo-Geschäfte akzeptiert hat, also wo andere Zentralbanken US-Staatsanleihen als Sicherheit hinterlegen, um dann Dollars von der Fed zu bekommen. Das ist ein bisschen abgemildert, aber der Dollarbedarf, weil die Welt ja in Dollar verschuldet ist, der ist nach wie vor immens. Wir sehen, wir sind weit entfernt von Vorkrisenniveaus. Der Dollar ist also ein seltenes Gut, was erklärt, warum der Dollar derzeit noch relativ stark ist. Nun brauchen aber diejenigen, die Staatsanleihen kaufen sollen, die Ausländer, die brauchen Dollars, wenn sie die US-Staatsanleihen kaufen wollen. Und das wird eine schwierige Geschichte, zumal die Fed selber jetzt ihre MBS-Purchases, wie auch die Fed-Treasury-Purchases, also praktisch die Käufe von Staatsanleihen und Mortgage-Backed-Securities, von hypothekenbesicherten Anleihen stark zurückgefahren hat, am Repo-Markt praktisch nicht mehr der Fall ist. Das heißt, hier ist jetzt ein kleines Problem, das auftaucht und das auch mit dem sogenannten Term Premium zu tun hat. Dieser Term Premium ist ein Begriff aus dem Anleihespektrum. Bedeutet praktisch, macht es für mich Sinn, eine längere Laufzeit als Investor zu kaufen, zum Beispiel eine US-Staatsanleihe mit 10 Jahre Laufzeit. Oder macht es Sinn, zum Beispiel öfter mal zweijährige US-Staatsanleihen zu kaufen, fünfmal zweijährige Staatsanleihen zu kaufen, statt einmal zum Beispiel eine zehnjährige US-Staatsanleihe zu kaufen, weil die Rendite besser ist. Und wir sehen das mit Ausweitung der Fed-Bilanz, dieses sogenannte Term Premium, also dass es sich lohnt, längerfristige Anleihen zu kaufen, immer geringer wird, weil sozusagen ja die Zinskurve praktisch nicht mehr der Fall ist. Das heißt, dass jetzt die Investoren eben kaum in Willen sein werden, länger laufende Anleihen zu kaufen, wenn sich das nicht mehr richtig lohnt. Also muss die Fed diese länger laufenden Anleihen kaufen. Und das ist jetzt genau das Thema. Es gibt eine interessante Aussage eben von der Deutschen Bank, die sagt, ja, wenn du die Zinsen nicht mehr senken kannst als Fed und etwa praktisch mit 1 Billion Dollar, die du als QE in den Markt wirfst, da schaffst du praktisch einen Effekt wie eine Zinssenkung. Man sagt, 100 Milliarden Dollar entsprechen 0,03% Zinssenkung. Das heißt, wenn ich 1% Zinssenkung, den Effekt von 1% Zinssenkung erreichen will, dann muss ich 3,3 Billionen in den Markt schmeißen. Neulich hat die Fed ja 2,3 Billionen in den Markt geschmissen. Man versucht also
mit solchen Maßnahmen die Liquidität im System zu sichern, die Anleihemärkte damit praktisch weiter am Laufen zu halten. Aber die Fed braucht eben jetzt eine Motivation, einen Grund, eine Legitimation, um das tun zu können. Und es wird nötig sein, weil eben sich nicht abzeichnet, dass die Trump-Regierung, dass der US-Kongress hier nochmal aktiv wird. Trump says, House Stimulus Bill is dead on arrival. Die Demokraten unter Pelosi wollten ja ein 3-Billionen-Programm da einbringen. Die Republikaner sagen, nee, lass uns mal warten, wie das bisherige wirkt. Das wird verheerend sein, denn all das wird nicht ausreichen. Dementsprechend, wenn hier keine schnelle Einigung passiert, und das wird nicht passieren, wie es aussieht, wird die ganze Geschichte schwer. Trump hat auch noch gesagt hier, ich bin überrascht gewesen über die Kommentare von Fauci und man sollte doch die Schulen jetzt wieder aufmachen. Fauci hatte sich ja sehr skeptisch geäußert in Sachen Öffnung der Wirtschaft, in Sachen Besiegbarkeit des Virus in kurzer Zeit. Trump sieht das ja bekanntlich anders. Und jetzt heute dann noch Aussagen von Donald Trump zu Jerome Powell, der sagte, das ist mein MIP. Es gibt ja im Basketball, im US-Sport, zum Beispiel MVP, Most Valuable Player, der wertvollste Spieler. MIP heißt hier Most Improved Player, also der sich am stärksten verbesserte Spieler sei, Jerome Powell. Aber er wolle unbedingt negative Zinsen, so sagt Trump. Und das sehe er ganz anders als Jerome Powell. I like negative rates, hat Trump gesagt. Aber für die Amerikaner sind Negativzinsen ein echtes Problem, weil sie faktisch ja eine Bankrotterklärung des Kapitalismus sind. Wir haben hier in Europa weniger Schwierigkeiten damit. Für die Amerikaner war das immer ein No-Go. Negativzinsen, das gibt es nicht. Dann ist der Kapitalismus am Ende. Und wenn diese Negativzinsen kommen, dann ist für die Amerikaner auch das Signal da, der Kapitalismus, wie er bisher Bestand, wie wir ihn kannten, der ist am Ende. Wenn man also nicht diesen Weg gehen will, dann hat die Fed keine Option mehr in Sachen Zinssenkung, sondern nur noch in Sachen QE. Und das wird nötig sein, das wird die einzige Option sein, hier nochmal die ganze Geschichte, den Karren aus dem Dreck zu ziehen sozusagen. Und das, sagt die Deutsche Bank, wird kommen. Und viele andere sehen das ähnlich inzwischen, dass die Fed durchaus gar nicht uninteressiert ist, dass jetzt sozusagen an den Aktienmärkten ein scharfer Abverkauf kommt, weil man dann eine tolle Motivation hätte zu sagen, Leute, wir müssen QE betreiben und damit das Problem wieder mittel- bis langfristig in den Griff bekommt. Wir haben nach wie vor die Situation, dass es nicht unbedingt nach einem Ende des Lockdowns in den USA aussieht. LA County war ja schon immer wieder im Gespräch, jetzt hat Washington DC bis zum 8. Juni Stay-at-Home-Order verlängert. Das heißt, wir sehen immer mehr, dass diese Erwartung einer schnellen Öffnung nicht der Fall ist. Wir sehen, dass sich jetzt die Konfliktsituation der USA mit China wieder verschärft. Trump gestern, ich sage schon seit einer langen Zeit, so der US-Präsident, dass China ein sehr teures Objekt ist. Wir haben jetzt gerade den Trade-Deal gemacht und dann kommt diese Pandemie aus China, die viel, viel teurer ist als 100 Trade Deals sozusagen wieder gut machen könnten. BlackRock soll jetzt auf Druck von einer Regierungsinitiative von allen Assets, die mit China zu tun haben, ferngehalten werden. Wir sehen also, dass die Situation sich hier weiter verschärft. Die Chinesen haben jetzt reagiert auf diese Reparationsforderung, die ja vor allem aus den Kreisen der Republikaner kommt, etwa aus Mississippi, und hier werden jetzt US-Abgeordnete aus Mississippi werden jetzt sanktioniert. Die Sanktionen sind völlig lächerlich, darum geht es gar nicht, aber es geht um die Symbolik. Die Amerikaner sind heute auch mal wieder schön durch die Straße von Taiwan patrouilliert mit Kriegsschiffen. Das hat die Chinesen natürlich weiter provoziert, da wird man sich heute wahrscheinlich dazu äußern. Hier sagt dann die Global Times nochmal, ja, was hier die Amerikaner machen. Das ist wirtschaftlich absolut schädlich und macht eigentlich gar keinen Sinn. Also die Stimmung verschärft sich. Die Amerikaner brauchen einen Sündenbock. Sie werden einen Sündenbock finden. Und der Sündenbock für das, was derzeit in der Wirtschaft passiert. Wir haben heute wieder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Hier sehen wir die letzten Zahlen. Zuletzt ja knapp 3,2 Millionen. Heute Erwartungen 2,5 Millionen. Aber entscheidend ist, wie werden die sogenannten Continuing Claims sein, also die fortgesetzten Erstanträge. Insgesamt hatten wir da letzte Woche 22,6 Millionen, jetzt Erwartung 25,1 Millionen. Faktisch sind also 20% der Amerikaner jetzt schon arbeitslos. Wir sind jetzt bei 33,4 Millionen Erstanträgen gewesen letzte Woche. Wenn heute nochmal 2,5 dazukommen,
wären wir bei 36 Millionen, was die Wall Street aber nicht davon abgehalten hat, mal eben 30% zu steigen. Ich hatte diese Grafik gestern schon gezeigt, aber es ist nicht nur die USA. Wir sehen hier Arbeitsmarktdaten aus Australien mit fast 600.000 Jobs, die verloren gegangen sind, mit 500.000 Menschen, die nicht mehr der Labour Force zur Verfügung stehen, die also gar nicht mehr Jobs suchen, offenkundig, weil sie sich eh keine Chancen mehr ausrechnen. Und gestern ging es dann an den Aktienmärkten, auch an der Wall Street, nach unten, weil Tapper gesagt hat, einer der großen Player auch im Investorenbereich in den USA, dass die US-Aktienmärkte so stark überbewertet seien wie seit der Bubble 1999 nicht mehr. Ich hatte das gestern auch gezeigt in verschiedenen Charts, dass dem wirklich so ist. Und wir haben die Situation, dass die fünf Top-Unternehmen für 24% des Anstiegs des S&P sorgen seit dem Tief vom 23. März. Und das ist eigentlich ein schlechtes Omen, wenn wenige Aktien so stark gewichtet sind bei Anstiegen. Dann haben wir durchschnittlich in den nächsten drei Monaten eine Durchschnittsperformance von minus 9,2%. Kann diesmal so kommen, muss diesmal nicht so kommen. Insgesamt sehen wir, dass der S&P hier eingeklemmt ist zwischen interessanten Fibonacci-Retracements, 61,8er und 50er Retracement. Wir kommen oben nicht raus über die 2934er Zone und wir wollen bisher nicht fallen unter 2793. Fällt der S&P unter diese Marke, dann denke ich, wird dieser Abwärtsmove kommen. Wenn er über 2934,50 steigt, dann hätten wir eben Chance, auch noch weiter zu steigen. Momentan sieht es eher nach einem Durchrutsch nach unten aus. Und das liegt auch daran, dass die Investoren am Aktienmarkt ein bisschen überoptimistisch sind. Nach Prognose des S&P 500, also das, was eingepreist ist, sieht man eine Recovery, also praktisch eine Erholung von über 80%, dass die in den nächsten drei Monaten passiert. Naja, mit weit fortgesetztem Lockdown wird das ein bisschen schwierig. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, basierend auf ökonomischen Daten, liegt etwa bei 20%. Also wir haben weiterhin dieses Gap, weiterhin diese Lücke zwischen Aktienmärkten und Fundamentaldaten. Besser kann man es nicht ausdrücken. Gleichzeitig sind die Investoren weitgehend all in. Wir sehen, dass Privatinvestoren sich stark engagiert haben, Konten eröffnet haben, dass Hedgefonds stark positioniert sind, Vermögensverwalter stark positioniert sind. Hier eine Umfrage der New York Fed. Wo stehen die Aktienmärkte in einem Jahr? Und da sagen 51%, sie stehen höher. Das ist der höchste Wert, den wir seit Jahrzehnten gesehen haben. Ich glaube sogar ein Allzeithoch. Das heißt, da ist ein Optimismus, weil man sagt, naja, ist ja ein bisschen was nach unten gegangen. Dennoch wird ja dann alles höher steigen. Wir sehen, dass Trumps Energieminister gesagt hat, verschluckt, dass keine weitere Hilfe für Ölfirmen der Fall sein werden. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich Ölpleiten sehen oder Pleiten von Ölfirmen. Und die CFTC, die Aufsichtsbehörde im Commodity-Bereich, warnt, dass die Ölpreise wieder negativ werden könnten. Am 19. Mai verfällt ja dann der Juni-Kontrakt. Werden wir da Ähnliches sehen, wie wir es letzten Monat gesehen haben? Das ist die Frage. Und abschließend noch zu Europa, zu Deutschland. Auch hier Jefferies mit einer Analyse, wie derzeit die ökonomische Aktivität ist. Da sehen wir hier ganz vorne liegt, in Anführungszeichen vorne, Deutschland vor Italien, Spanien, Frankreich und Eurozone sind deutlich hinter Deutschland. Das heißt, Deutschland geht es noch relativ weniger schlecht, könnte man sagen. Und hier sehen wir, dass die Dinge schwierig werden. VW fährt wieder runter seine Produktion für bestimmte Bereiche, weil die Nachfrage schlichtweg nicht da ist. Das wird für viele andere Firmen bald auch gelten. Aber schauen wir uns die Charts an und gucken, was da der Fall ist. Was wir hier sehen, das ist eben der S&P 500. Hier habe ich Ihnen mal diese Linie eingezeichnet, um die es geht. Sollte der S&P darunter fallen, dürfte Druck kommen. Wenn wir auf der Oberseite durchgehen, durch 2950, dann ist die Longseite wahrscheinlich die richtige. Wir sehen den DAX jetzt bei 10.411, die Charts, bevor ich es vergesse, von Capital.com. Wir sehen Gold. Könnte jetzt aus einer Wedge nach oben ausbrechen, wenn die Charts nicht lügen, 1713. Was haben wir noch? Wir haben Euro-Dollar, der aktuell bei 1,0803 hantiert und das amerikanische Crude Oil, das ist bei $25,91. Also, es spricht manches dafür,
dass die Chance auf der Abwehrseite jetzt doch ziemlich groß ist. Erstens, wir sind in einem Vakuum. Es gibt keine weitere Hilfe, erstmal absehbar, durch die Trump-Administration und den US-Kongress. Das ist schlecht. Die Fed kann momentan nicht viel tun in der aktuellen Situation, wenn die Aktienmärkte sich noch so gut halten. Also kann man durchaus einen Sell-Off gebrauchen, um zu sagen, Leute, es geht nicht anders. Da ist die Legitimation dann plötzlich da. Und jetzt sind die Märkte in einer schwierigen, in einer kritischen Situation, insbesondere was die Wall Street betrifft, die immer noch viel, viel zu teuer ist angesichts der ökonomischen Realität. Trotz Fed-Pote, trotz There is no alternative, ist das alles nach meiner Auffassung nicht zu rechtfertigen. Schauen wir mal, was die Märkte daraus machen. Ich wünsche einen wunderbaren Start in diesen, was haben wir heute, am Donnerstag, und die Sonne scheint zumindest in Hamburg. Ich hoffe bei Ihnen auch. Bis dann, Servus und Ciao.